ich nehme euch heute mal mit auf einen normalen Spaziergang im Hundeauslaufgebiet. Wir sind jetzt hier nach Wannsee gefahren, Düppel-Wannsee, Hundeauslaufgebiet. Da sitzt der Conan schon in seinem kleinen Loch. Gucken wir dich mal drauf. Ja, super. Der Conan ist am Anfang immer sehr nervös, sehr aufgeregt. Vor allem, wenn er was Neues sieht, weiß er natürlich immer nicht so genau, was auf ihn zukommt. So, wir sind, glaube ich, am Abzweig angekommen. Hier geht es ins Hundeauslaufgebiet. Der hat schon wieder die Leine schön verheddert. Hat sich jetzt auch schon einmal gelöst hier draußen. Also ein Haufen. Das Blöde an den meisten Hundeauslaufgebieten, vor allem wenn die so im Wald sind, gibt es keinen Mülleimer. Wenn man das nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen muss, dann habe ich das auch jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, dass ich das Ding dann hier irgendwo an der Ecke hingelegt habe und auf dem Rückweg wieder mitgenommen habe. Ich jetzt auch keine Lust habe, das irgendwie eine Stunde lang durch den Wald zu schleppen. Wie ihr seht, er hat ein Geschirr an und eine normale Führleine dabei. Normalerweise gehe ich mit ihm mit Halsband spazieren. Aber ich habe, wenn wir in so ein großes Auslaufgebiet sind, in der Regel auch noch eine Schleppleine dabei. Und die macht man halt nun mal nicht am Halsband fest. Ja, manche fragen sich ja immer mal, wie sieht denn das aus, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst? Was macht ihr da? Wie viel übt ihr da? Wie lange dauert das? Wo geht ihr da hin? Was darf der? Was darf der nicht? Wie verhält er sich? Man sieht ja meistens immer nur so kurze Ausschnitte. Und hat dann nicht so richtig ein Bild. Also ich werde jetzt natürlich nicht die ganze Zeit die Kamera laufen lassen. Eine Stunde oder so, wie lange wir hier unterwegs sein werden. Sondern immer, wenn wir mal was machen. Conan, komm mal her. Mach mal Sitz. Oh, supi. Warte. Klasse. Ein Küsschen zum Dankeschön und los geht's. So. Ich selber muss hier alles händeln. Plus Kamera. Ich hänge mir die Leine dann in der Regel einfach so über die Schulter. Da habe ich sie griffbereit, wenn ich sie brauche. Ja, und jetzt heißt es Hundefreizeit. Wie gesagt, Hundeauslaufgebiet. Das ist jetzt so mittags an einem Donnerstag, also an einem Werktag. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht allzu viele Leute unterwegs sein, aber wir treffen bestimmt trotzdem auf den einen oder anderen Hund. In der Regel ist das so, dass Conan Abstand eigentlich immer ganz gut einhält. Also er läuft so 20, vielleicht auch mal 30 Meter vor. Bleibt aber in der Regel stehen, dreht sich um, guckt, ob ich noch komme oder nicht. Ein bisschen mehr Abstand, das passiert halt, also zu mir ein bisschen mehr Abstand, das kann halt vorkommen, dass wenn er irgendwo einen Hund sieht, den er super interessant findet, dann fetzt er da schon mal drauf los. Aber auch dann ist es häufig so, dass er so 30, 40 Meter rennt und dann bleibt er ja doch wieder stehen. Weil er ja häufig, ich weiß nicht, ob er sich da unsicher ist bei anderen Hunden, aber er bleibt noch häufig stehen und beobachtet die erstmal, bis die näher kommen. Wenn die so frontal auf ihn zukommen, dann bleibt er auch die ganze Zeit schon mal stehen. Und wenn die sich aber von ihm wegdrehen, dann kommt er auch mal drauf zugerannt. Ihr seht, er muss jetzt bei mir nicht hier irgendwie auf dem Weg bleiben oder so. In der Regel. Hui. Der kommt dann schon mit. Er kann jetzt hier sozusagen seinem eigenen Business nachgehen. Jetzt kommt von hinten gleich ein Fahrradfahrer. Auch da, ich rufe den da eigentlich nicht zu mir ran. Er hat den, glaube ich, schon mitgekriegt. Er rennt den auch nicht hinterher oder so. Na, so, Fahrradfahrer ist schon vorbei. Da fährt er. Ihr seht, da ist Conan ganz entspannt, was sowas angeht. Auch Jogger interessieren ihn in der Regel nicht. Da muss ich ihn mal kurz erinnern, dass er nicht auf die Straße gehen soll, wobei er sich da leider nicht dran hält. Es ist jetzt nicht so, dass für ihn der Bordstein eine Grenze darstellt. Also er latscht da einfach drüber. Wenn jetzt da drüben ein Hund gewesen wäre, wäre er rüber gerannt. Da lang. Naja, sieht, es gibt mehrere Optionen. Er bleibt stehen, überlegt, links oder rechts, wo geht's lang, dreht sich ab und zu mal um und will wissen, wo wir lang gehen. Wir gehen natürlich hier lang. Und ehrlich gesagt, genau, nochmal rechts. Ich bin mal hier von dem großen Weg weg und mehr so ins Unterholz. Da kennt er schon meine Vorlieben. Ja, richtig, fein.
Und dann gehen wir eben weiter. So, was habe ich noch dabei? Ich habe ein paar Leckerlis dabei. Ich habe sein Suchgeschirr dabei, falls ich hier eine Fährte legen will, aber ich glaube eher nicht. Weil Waldboden, also ist eher selten der Fall, dass man, falls man mal so eine Fährtenarbeitsprüfung machen will, kommt der Waldboden extrem selten vor. Und eigentlich soll er jetzt hier ein bisschen Freizeit haben. Ich habe aber auch noch den Dummy dabei. Das machen wir vielleicht nochmal, wenn es hier relativ ereignislos bleiben sollte. Also keine Hunde oder so. Und es eine schöne Stelle gibt mit irgendwie einem Holzstapel oder irgendwas. Lasse ich dann nochmal irgendwie zwei, dreimal den Dummy verstecke. Conan steht so sehr auf den Dummy, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der dreht er extrem hoch, wenn er den sieht. Und deswegen würde ich das jetzt nicht gleich am Anfang machen. Denn wenn ich den dann wieder wegstecke, dann springt er die ganze Zeit hinten an meinem Rucksack immer hoch und beißt da rein und versucht da ranzukommen. Das ist dann natürlich schon ein bisschen nervig. Ja, ich höre schon in der Distanz die Hunde. Er hat es auch gehört. Wie ihr seht, zisch. Und da bleibt er stehen und kommt wieder zurück. Also das ist jetzt so die Regel. Na, so sieht das aus. Er ist jetzt aufgeregt. Oh, hast du gehört? Da hinten ist ein Hund. Guck doch mal, da ist ein Hund. So. Und da will er jetzt natürlich hin. Jetzt steht er da wieder. Er ist natürlich echt schwer zu sehen mit seiner Farbe. Er will jetzt halt wissen, wo das herkam. Wir werden die schon noch treffen. So, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen für uns in Ruhe spazieren. So, ich wollte eigentlich gerade einen Dummy verstecken, aber Conan hat seinen ersten Hund getroffen. Jetzt wuseln die hier zu zweit rum. Ich wollte hier an den Hölzern mal so einen Dummy verstecken. Jetzt sind sie schon zu dritt, die Hunde. Naja, wir bereiten mal alles vor. Ich werde mal einfach mal die Kamera hier irgendwo abstellen. So. Und versuchen mal, den Dummy so zu verstecken. Her, supi, supi. Komm mal her. Was ist das? Oh, ja, Schnaubi. So, wir haben auch Futter zur Belohnung. Vielleicht ist es sinnvoller, ich nehme die Kamera doch mit. So, also. Conny, komm mal her. Sitzen. Super. Super, bleib sitzen. So, hier sitzt unser Hund. Bleib. Bleib. Sehr schön. Bleiben. Super, klasse. So, hier ist, wie gesagt, so ein schöner Holzstapel. Und wir gucken mal, dass wir das Ding hier irgendwo fallen lassen, ohne dass er es sieht. So, hier zum Beispiel. Wir gehen aber weiter, täuschen weitere Punkte an. So. Super machst du das. Bleib sitzen. Er ist zwar aufgestanden, aber er ist noch da. Ah, klasse. Okay, wir gehen wieder zurück. Super machst du das. Bleib da. So, apportieren übers Hindernis ist ja auch schwierig. Super machst du das. Super machst du das. Super, warte. Super machst du das. Jawohl. Conan, apport. Er rennt los. Er ist sehr nah dran. Er hat ihn, oder? Nein, noch nicht, aber er ist sehr nah dran. Er liegt da auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Jawohl. Klasse, komm hier. Ah, super, super. Super, klasse. Ganz toll. Warte. Warte doch mal. So. Hier. Apart.
Jawohl. Na, er legt den sicherheitshalber lieber ein bisschen weiter weg. Jawohl. Warte. Nein, stoppen. Ui, da ist aber einer schon wieder aufgeregt. Ah, oh, ist der aufgeregt. So. Jetzt machen wir das nochmal anders. Tonnen, sitzen. Sitzen. So. Wird jetzt wahrscheinlich genau. Ich schwenke das Teil. Trottel. Conny, komm hier. Und sitzen. Nein, hier. Hier. Ich habe das Ding ja immer noch in der Hand, ne? Komm hier. Sitzen. Nein, sitzen. So ist fein. Super, super. Er wird jetzt gleich los. Nein, sitzen. Jetzt ist es da hinten in dem Holzstapel gelandet. Ich kann es jetzt selber nicht sehen. Ja, es ist nicht optimal, dass er eigentlich sitzen bleiben, bis man ihn freigibt, dass er suchen darf. Ah, wir machen das ja hier nicht professionell. Oh, klasse! Supi! Oh, ganz schnell! Huiuiuiuiui! Das ist ja ein guter Hund. Super! Ja! Ha! Nase aus der Kamera! Ja! Oh, lecker, lecker. Super, super. So, und jetzt verstecke ich gleich auch nochmal welche in einem Baum. Sozusagen so ein bisschen als Ablenkung. Nimm mal deine Nase von der Kamera. Ja, ganz toll apportiert. Nein, lass doch mal die Kamera stehen. Guck mal. Mach mal Sitz. So, mach mal. Warte mal. Können ihn dann noch einmal suchen lassen. Ich werfe noch mal das Ding. In der Zwischenzeit verstecke ich hier in der Baumrinde ein paar Leckerlis. Komm hier. Ah, hast du das gut gemacht? Klasse. Guck mal hier. Such mal. Such mal. So, und jetzt ist er damit beschäftigt und ich kann ganz galant den Dummy wegstecken. Suchen. Hier, guck mal. Supi. Jawohl. So, er hat jetzt alle gefunden. Das waren drei Stück. Super. Und wir packen die Kamera wieder ein. Beziehungsweise gehen einfach mal weiter. Da drüben ist so ein schöner Weg. Der sieht so aus, als würde er nicht begangen werden, großartig. Wo will er denn jetzt hin? Den Hunden hinterher. Er freut sich. Er freut sich. Vielleicht denkt er, der Dummy liegt noch irgendwo. Uiuiui. Jawohl. So eine Einheit, das mache ich aber wirklich ein, höchstens zweimal pro Spaziergang. Jetzt werden wir erstmal wieder so eine Viertelstunde vor uns hin traben. Ja, und an dieser Stelle habe ich irgendwie vergessen, das Mikrofon anzumachen, was ich mir angesteckt hatte. Ja, neben sowas wie Dummy-Übung oder mal ein bisschen schnüffeln, versuche ich auch immer noch etwas für sein Gleichgewicht zu tun oder damit er halt lernt, wirklich vernünftig mit all seinen vier Pfoten umzugehen, dass er sich ein bisschen konzentrieren kann. Und zwar in diesem Fall soll er balancieren. Und zwar hier diesen Baumstamm entlang. Ich werde ihn versuchen, mit Futter zu locken. Damit er halt auch wirklich hier oben bleibt. Es ist natürlich, also der ist relativ breit, deswegen ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, aber es ist natürlich auch glatt. Es ist ja alles gefroren, obendrauf liegt Schnee. Da muss er wirklich gut die Balance halten. Und ja, mit sowas wie Futter locken, mit der Hand locken, das funktioniert in der Regel schon ganz gut. Er springt jetzt hier zwar doch immer wieder runter, nicht weil er es nicht kann, sondern weil er, glaube ich, einfach noch nicht so ganz verstanden hat, was er eigentlich machen soll. Ich denke mal, wenn man jetzt hier zwei, dreimal immer hoch und runter laufen würde mit ihm, dann würde er vermutlich auch mehr draufbleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich da irgendwie nicht traut. Ihr seht, der springt ja auch immer wieder rauf. Und das Raufspringen ist natürlich das Schwierigste und natürlich auch das sich umdrehen, weil so viel Platz ist es dann doch wieder nicht auf dem Baumstamm. So, dreht er sich um. Ja, geht da lieber einen Schritt runter. Er sollte, wie gesagt, eigentlich oben bleiben, bis zur Kamera. Jawohl!
Genau. Und Super! dann den Komm, Weg und wieder eben zurück. wieder zurück. Da versuche ich das jetzt mal mit einem Futterstückchen in die ganze Strecke zu locken, beziehungsweise Nein. mit der Hand. Und am Ende soll er das Futter kriegen. Jawohl, genau. Aber ja, er ist immer ein bisschen aufgeregt, ein bisschen wuselig. Aber das ist halt so eine schöne Konzentrationsübung. Und ja, seit der Übung mit dem Dummy, da sind jetzt vielleicht 10, 15 Minuten vergangen, bis ich hier an diese nächste Stelle gekommen bin. Also wir sind jetzt insgesamt vielleicht mindestens eine halbe Stunde unterwegs, schätze ich mal. Also erstmal so 10, 15 Minuten spazieren gehen, dann diese 5 Minuten Dummy-Unterbrechung, dann hier wieder 10, 15 Minuten spazieren gehen und dann hier nochmal 5 Minuten so ein bisschen balancieren. Jetzt soll er halt am Ende sitzen bleiben. Ich dachte, vielleicht bleibt er eher oben, wenn ich halt alle 2, 3 Meter so ein Leckerli hinlege. Vielleicht hätte man die dann enger legen müssen. Und ja, wenn ich ihm sage, er soll losgehen, dann springt er direkt runter, anstatt eben oben drauf zu bleiben. Er hat auch gleich zwei Leckerlis, glaube ich, überlaufen. Also fangen wir wieder von vorne an. Ja, er soll sich ja, wie gesagt, ein bisschen konzentrieren. So, locken wir ihn wieder zurück und drehen ihn einmal um. Super. Und ja, jetzt hier ein Leckerli nach dem anderen. Und da, wo nichts mehr liegt, da lege ich ihm auch noch mal eins vor die Nase, damit er eben dabei bleibt. Und ihr seht, wie schön er das eigentlich kann. Auch solche aufgestapelten, gefällten Baumstämme eignen sich natürlich gut dafür. Muss man halt aufpassen, dass sie auch wirklich sicher liegen, nicht, dass die auf einmal ins Rollen geraten und dann den Hund unter sich begraben. Oder dass da nicht so große Lücken sind, dass er irgendwie mit den Pfoten drin hängen bleibt. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Das könnte ziemlich schmerzhaft werden. Ja, das ist die Übung gewesen. Um ihn ein bisschen aufzulockern, lege ich jetzt hier nochmal ein paar Leckerlis auf den Boden. Die kann er nochmal suchen. Und ja, mit der Übung ist dann auch wieder vorbei. Und Und wir macht mich spazieren natürlich nicht weiter. ganz uninteressant. So, jetzt sucht er hier noch schön. Super. Na, hast du alle gefunden? Okay. So, jetzt werde ich mal am Handy nachgucken, wie wir hier wieder nach Hause kommen. So, wir sind jetzt seit über einer Stunde dabei und kommen jetzt wieder auf den Weg, auf dem wir angefangen haben. Wie ihr seht, er hat noch nicht viel von seiner Energie verloren. Finde nach wie vor immer alles super mega interessant und spannend. Wir haben tatsächlich außer die Hunde, die wir beim Dummy-Arbeiten gesehen haben, keine weiteren Hunde getroffen. Also einen kurz gesehen, aber französische Bulldogge war uninteressant für ihn. Und wir gehen jetzt nach Hause und auf dem Rückweg nochmal bei Fressnapf vorbei, weil das so gut lief. Ich glaube, da hinten sieht man schon die ersten Häuser. Er geht nicht mehr ganz so weit vor. Er rennt nicht mehr ganz so stark, aber findet immer noch alles mega spannend. Also wir könnten hier wahrscheinlich auch noch ein, zwei Stunden laufen und der hätte immer noch Energie. Ja, aber so sieht bei uns so ein Ausflug aus, wenn wir in so ein Hundeauslaufgebiet gehen. Also in dem Fall hier sind wirklich gar keine anderen Hunde da gewesen. Das ist natürlich super entspannt. Und wenn da mehr Hunde sind, da ist natürlich mehr Action. Da sind wir dann aber meistens nicht so lange. Ich versuche immer irgendwie Gegenden zu finden, wo nicht viel los ist, wo nicht viele Leute sind. Weil ich persönlich finde es ehrlich gesagt angenehmer, wenn ich mit dem Hund ein bisschen mehr alleine bin. Sind wir von da gekommen? Ich glaube ja. Wir müssen auf jeden Fall wieder zu den Häusern zurück. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt seit einer Stunde 15 Minuten oder eine Stunde 20 oder so da unterwegs. Brauchen jetzt bestimmt bis zum Auto noch 5 bis 10 Minuten. Dann hatte ich kurz noch am Supermarkt, muss noch einkaufen gehen. Bleibt der so lange natürlich im Kofferraum. Und auf dem Weg hierher bin ich an einem Fressnapf vorbeigekommen. Gucken wir doch mal, ob die da nicht vielleicht irgendwie ein paar nette Knabbereien haben. Wir sind wieder zu Hause. Es sind tatsächlich genau 3 Stunden vergangen. Und ja, 20 Minuten hinfahren, 20 Minuten zurückfahren, 20 Minuten einkaufen gehen. Das heißt, wir waren ungefähr 2 Stunden unterwegs. Und ich denke, hier steht jetzt Conans Futter. Das wird erstmal warm, aber er kriegt erst in einer Stunde was. Der liegt da so nett und so brav. Und der ist natürlich nach dem Gassi gehen immer noch super mega aufgeregt, weil sie ganzen Eindrücke, die er erstmal verarbeiten muss. Ich habe hier
Brustbein, Rinderbrustbein. Ich nehme das mal hier hin, dann kann er sich das nehmen und kann dann in Ruhe in seinem Bett kauen und entspannen. Okay. Ja, das war doch ein wunderschöner, gelungener Ausflug. Ja, wie gesagt, dass sowas, so eine Art großen Ausflug, ja so lange und so weit weg, sage ich jetzt mal. Das machen wir vielleicht einmal in der Woche. Natürlich sind wir jeden Tag draußen. Natürlich sind wir auch jeden Tag eine Stunde am Stück draußen und zweimal relativ kurz, zwischen 10 und 15 Minuten und einmal eben länger. Aber so einen wirklich großen Ausflug, das machen wir eben einmal in der Woche. Und ja, also ich glaube, es gefällt ihm ganz gut. Muss man natürlich bedenken, wir leben ja hier auch mitten in der Stadt. Da ist nicht so viel mit Landschaft, sage ich mal. Da muss man immer schon ein ganz schönes Stück rausfahren. Aber ich denke, es ist für ihn ausreichend. Und er wird sich jetzt hier gleich einkullern und schlafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bei unserem Ausflug dabei gewesen zu sein. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like und ein Abo für den Kanal dalassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier. Bis dann, ciao, ciao.